So, damit bin ich beim inhaltlichen Panel, Russia's Disinformation Policy in Europe. Ich darf dazu vorstellen, an meiner ganz linken Seite Boris Reitschuster, wahrscheinlich einer der bekanntesten Gesichter der Russland-Berichterstattung. Verbrachte seine journalistische Karriere zu einem guten Teil in Moskau, musste Moskau 2012 aufgrund von gegen ihn gerichteter Drohungen verlassen, hatte das dann auch bis Beginn dieses Jahres das Russlandbüro des Fokuses aus Berlin ausgeleitet, Autor verschiedenster Artikel und Bücher. Weiter zu meiner nahen Linken. Gemma Pörzgen, Gründungsmitglied von Reportern ohne Grenzen Deutschland, Freelance-Journalist, unter anderem für die Frankfurter Rundschau gearbeitet. Früher mal. Zu meiner Rechten Lucian Kim, auch Freelance-Journalist, schreibt heute vor allen Dingen für Reuters, hat intensive Erfahrung in Moskau, aber auch in der Ukraine, im post-sowjetischen Raum, kennt die Lage in der Ukraine so gut wie kaum ein anderer in Deutschland. Wir kennen uns von vielen ukraine-spezifischen Veranstaltungen und für das Berliner Publikum wahrscheinlich am ehesten aus seinem YouTube-Clip bzw. seinem Fernsehauftritt bei RT, formerly Russia Today, indem er protestierte gegen die Diskriminierung homosexueller und anderer sexueller Randgruppen in den russischen Fernsehen bzw. in der russischen Öffentlichkeit. James Kirchick, Journalist for the Tablet and the Daily Beast. Hier in Deutschland kennt man seine Artikel vor allen Dingen aus dem Daily Beast. Sorry. Kirchick, I want to start with you. You have followed the Russian disinformation campaign, and one thing that struck, especially as we witnessed the discussions yesterday in Paris, is the use of very targeted audience messages to different national audiences. And here, the exploitation of the Snowden case, particularly in Germany, but also in France and in Western Europe, was one of the most fruitful disinformation campaigns, or one of the most fruitful facts that contributed to Russian disinformation campaigns. It sowed sort of disbelief, dissent and distrust amongst the national audiences. I would like to give you a maximum 10 minutes comment on the case. Thank you, Gustav, and thank you to the organizers of this conference for having me here. You are right, and I would like to look at a case study of what I consider to be the greatest Russian feat of disinformation since convincing much of the world that John F. Kennedy was assassinated not by a communist, but by some sort of right-wing military or industrial complex coup, and this is Edward Snowden. And I think we have to acknowledge that regardless of what Mr. Snowden's motives might have been at the beginning, he is, for all intents and purposes, has been for the past 2 years, a agent of influence of the Russian FSB. If Mr. Snowden had kept his disclosures to merely the activities of the United States, of the NSA, what it was doing against its own citizens, if he had limited his disclosures to that and stayed in the United States and faced the music, then this would be a different story. But the minute Mr. Snowden decided to release foreign intelligence information about what the United States does overseas, his taking an estimated 1 million documents from the Department of Defense, what that has to do with spying on American citizens, I'm not aware of. The minute he decided to do these things, he became a completely different story. And it's pained me to see and watch this debate in Germany, having lived here, the extent to which the German public has been persuaded that this man is some sort of hero, that he's a truth teller, and that he is anything other than an agent of the FSB.
I will not mention his name, but a certain member of the German Bundestag who visited Mr. Snowden in Berlin. Such things do not happen. In Moscow. Such things do not happen without the explicit authorization of the Kremlin. This is part of what is known as active measures. It is deliberate disinformation tactics to confuse and divide the West against itself. And I think the Kremlin knows very well the importance of Germany in Europe and the importance of the German-American alliance. And their goal is to neutralize Germany, to basically make it a neutral power, a neutral giant in Europe. Now, thankfully, they have not accomplished this, but we need only look at the recent Pew poll, which shows Germany being an outlier in Europe in terms of anti-American attitudes, one of the most anti-American countries on the continent. We've seen a series of embarrassing scandals that have resulted in the unprecedented, I think it's unprecedented, demand from the German government that the CIA station chief be evicted from the country. I don't think that's happened to an American ally before. And I have to say, I have to disagree with my countryman, Ambassador Emerson, on your comments about the German media. I think in many cases the German media has been completely irresponsible in this coverage of the Snowden scandal. For instance, we only learned a couple of weeks ago that the German prosecutor has decided that there's not enough evidence to determine whether or not the NSA was even spying on Chancellor Merkel's personal cell phone. And this was reported breathlessly a year ago as if it were true. There's monuments going up to Edward Snowden in Dresden, and I believe in other cities. And I think it is, while this German government has been adamant that it will not offer him asylum, I cannot say with confidence that a future German government would not do such a thing. I thought most outrageous was the Vice Chancellor, Sigmar Gabriel, giving an award to Glenn Greenwald, the journalist who's been responsible for most of these disclosures, and telling Mr. Greenwald that the United States government threatened him and his colleagues in the German government that they would reduce intel cooperation if the German government gave asylum to Snowden. I'm not sure if this is true, if Mr. Gabriel said that. Glenn Greenwald is not the most trustworthy person in the world, I will say that. But the fact that he was even giving an award to Glenn Greenwald in the first place, that the Vice Chancellor of Germany was doing this, I found deeply disturbing. Now, the timing of all this has been quite fortuitous. I don't want to sound like a conspiracy theorist, but less than a year after Mr. Snowden made his disclosures, we have the Ukraine crisis. And so the Russians had primed a German population to be anti-American, to be distrustful of the United States, to question the validity and the importance of the transatlantic relationship, to be suspicious of the United States and its motives, to make Germans afraid that they were going to be stuck in the Cold War. They had done all this through the Snowden disclosures. Now, I'm not alleging that these two events are connected, but I think if the goal of the Kremlin has been to drive up anti-American sentiment in this country and make people distrustful of the United States and the notion of being in some sort of alliance with the United States and in the West more generally, they did a very good job. And they, as I said, they primed this country to be suspicious of its goals in Ukraine. Now, I want to compare this NSA scandal, this phone tapping scandal, with another one, which is the phone tapping of Victoria Nuland, a senior American State Department official, and we're all familiar with that and what she said. And I thought it was interesting that there are very two novel aspects of this. One is the fact that I'm not aware of, I mean, obviously spy services spy on each other. I'm not aware of the tape-recorded conversations actually being released and publicized. This is not something that was done during the Cold War. The Russians have changed the rules. And second, the vituperation and the personalization of the attacks on this woman seemed to me unprecedented in the history of diplomacy, that someone below the ranking of a Secretary of State would be relentlessly attacked repeatedly by Russian government officials, by their proxies in Europe, by trolls on the internet. To this day, I was watching RT last night for my sins because I'm a masochist, and they were still
they were talking about Nuland. You don't even have to say her first name anymore. It's just Nuland. She's apparently responsible for all that's going on wrong in the world, and particularly in Ukraine. I am unaware of an American diplomat or a diplomat of any country being singled out in such a fashion so relentlessly. And what's also interesting is that the very same people, particularly in Germany, who made such a hoopla and stink over the NSA scandal and the supposed tapping of Chancellor Merkel's phone, these are the same exact people who are seizing upon this tape-recorded conversation between two American diplomats and using it for their anti-American purposes. And they don't seem to see the hypocrisy in this. The goal has been the same, I think, in both cases. It's to stir up anti-American sentiment in this country. And, you know, reading the German media over the past 2 years, one would think that it's only the United States that conducts espionage in this country. It's as if the Chinese and the Russians aren't doing it. I have yet to see in-depth investigations in Spiegel about what I'm sure are very extensive Russian infiltration of this country and its political sector, its industrial sector. It's only the Americans who get attacked for doing this. That's all the time I have, but thank you. Thank you very much. I want just to add a short comment. The thing is, sort of investigative journalism and covering up of scandals using unconventional sources is one of sort of the most sacred things we have in the West. It's sort of critical media. So when lashing out against the media depicting Snowden, I mean, if you see how Snowden was covered in the New York Times or in the Washington Post, it didn't differ from how it was covered in Germany. And I can't forgive the journalists that if you have such an interesting source to exploit it. If I might point a finger, I mean, the striking thing to me, as I have a military background and know a bit how intelligence services work, that a single guy like Snowden on his own could probably not have collected such an array of documents from different departments. Because basically this is always the fault of agencies is compartmentalization, but it's exactly to prevent this kind. That especially the US government, but also many European governments that were allegedly involved, like the UK, were very long, too silent, I think, to speak up against these irregularities in the case. There has to be information policy on the governmental side too. I know it's difficult in terms of espionage, but it's also a vital part of public affairs. Sort of touching upon counter-propaganda. Lucian, you've covered Ukraine over the last years. In Ukraine, there was an information ministry set up. There was a sort of Ukraine Today as a counterpart of Russia Today set up as a TV station. We had a discussion yesterday on countering propaganda. How effective was the countering of Russian propaganda in Ukraine? Is it a role model or not? And how far the population there is still influenced by the incursion of Russian, I reckon, information policy still? Thanks, Gustav. I'll try to keep my comments brief. I'd like to focus on the Russian disinformation campaign in Ukraine. I think the biggest target for Russian disinformation was the Russian population itself. And probably the second biggest target or victim of the disinformation campaign were Ukrainians. So I'd just like to look at what it was like before the conflict, during the conflict, and what the Ukrainian reaction was to Russian propaganda that Gustav was asking about. First of all, before the conflict, I think one thing maybe outsiders don't always remember or know about Ukraine is that Ukrainian language and Russian language are very similar. It's like Spanish and Portuguese, or maybe German and Swiss German. They're very close, and most Ukrainians are bilingual. Russian media before the conflict was ubiquitous. I mean, you could watch Russian TV stations everywhere in Ukraine.
Ukrainians didn't consider Russians to be enemies. Of course, in the east of the country, where you have people who speak Russian as their first language, they were watching Russian TV channels the most. What's interesting is after the Orange Revolution, one prominent Russian TV journalist, Reitschuster, decided he couldn't work anymore in Moscow, and he actually moved to Kiev, where he had a very popular talk show, political talk show, in Ukraine for a Ukrainian public, all held in Russian. And sometimes these talk shows were very interesting to watch because he would ask his questions in Russian and some of the speakers would answer in Ukrainian. But this was just kind of typical of the bilingual nature of Ukraine. During the Maidan protest, a lot of the coverage in the Russian media was very negative. But one should also say that the Ukrainian state media was also, that was controlled by the Yanukovych government, also covered the Maidan negatively. And this really set the stage for the conflict that followed, because especially in the south and the east of Ukraine, people were watching and consuming this Russian propaganda message. They saw the Maidan as a American conspiracy created by Victoria Nuland. One of the other interesting developments in the Ukrainian media scene was during the Maidan, the emergence of Hromadske TV, which is kind of a public TV, citizen TV, that became very popular and continues now to be one of the main players on the Ukrainian media scene. When the conflict started, the people in the south and the east, so especially in Crimea and in the Donetsk region, they were already ready for this conflict. They believed that their country had been a victim of a Western-inspired coup, and so the fruit was very ripe to drop. And these people were consuming the Russian state media. Just a week into the Crimea conflict, the Ukrainian government decided that Russian TV was a threat to national security, and they began banning a lot of broadcasts of Russian state media. I even remember the changes last year. I spent most of last year in Ukraine. I remember in my hotel room, you know, all of a sudden I couldn't watch Russian state media. And this was, as a journalist, watching Russian state media was actually very useful because it was sort of like a window into what they were thinking in the Kremlin. It was, in some ways, it was very transparent. You just have to watch what the Kremlin's channels are saying and what their main message is. As the conflict escalated and became an armed conflict, especially in the Donetsk region, what happened when the militants took over towns in eastern Ukraine, they would restore the Russian state television, and often there were battles around these TV antenna in eastern Ukrainian cities. This also raised the debate inside Ukraine, what is actually a journalist? Employees of Russian state TV channels were forbidden from entering the country. Some were arrested, others were deported. And like in many things in this conflict, Ukrainians needed a little bit of time to understand how close they were actually tied to Russia. And as the conflict developed, there were also calls to boycott films. And in fact, there has been a ban on films that glorify the Russian military. I think this was passed earlier this year, before the 70th anniversary of the end of World War II. Just looking a little bit beyond Ukraine's borders, in April, Lithuania's media watchdog banned RTR Planeta, which is a satellite satellite station of Russian television. They said they were banning it for inciting hatred against Ukraine, and as far as I know, it was the first European Union country to do such a move. Very briefly on the reaction to the propaganda inside Ukraine, Ukraine is not a perfect democracy, but certainly when this ban was being discussed, banning Russian channels, there was quite a debate inside Ukraine on the wisdom of that, whether this was censorship, especially coming after the Maidan protest. Was this censorship? Should people be able to choose what kind of media they consume? And I think that's probably one of the larger themes of this conference as well.
There were some very smart responses to the Russian propaganda. Because of the Maidan, there was this volunteer spirit in Ukraine. One of the more interesting organizations that started is called Stop Fake. You can also visit their website, stopfake.org. This was created by journalism students in Kiev and also and other activists. And they basically went after fakes in the Russian media and exposed them and showed where certain photographs or certain video clips originally came from or how they were staged. Another reaction which Gustav mentioned was Ukraine Today. This was an offshoot of the media empire of oligarch Igor Kolomoisky, who is now out of power. He was the governor of Dnipropetrovsk region. Just the name, by the name Ukraine Today, I think a lot of people rolled their eyes, and I think it displayed a lot of the problems that Ukrainian journalism had in countering this Russian propaganda. It was just simply an anti-propaganda. They have Russia Today, we'll do Ukraine Today. It still exists. I visited their website yesterday, but I don't know how effective it is. Russia Today has had really years and years to build into, and they have massive funding as well. Maybe a better reaction is that this Kromatske, this citizen journalism TV station that arose during the Maidan, that they've now also gone international. There's now Kromatske International, and they broadcast in English, and they can be you can watch them on the internet. This is maybe one of the more interesting developments. Finally, last point I'd like to make, and that was your first question, Gustav, was about the Ministry of Information. When the new government was being formed at the end of last year, we learned that Ukraine was going to get a Ministry of Information, a completely new ministry that hadn't been there before. This caused a lot of debate inside the country. A lot of the people that had gone on the Maidan were very unhappy. What is a Ministry of Information? Is it a Ministry of Propaganda? What's interesting is that yesterday, at a different discussion, we had the chance to speak with Sergei Leshenko, who is a prominent Ukrainian journalist who is now in the parliament as a deputy. He bluntly said that the Ministry of Information was a stupid idea. He said that was the one reason why he didn't actually support voting the new government, even though he does belong to President Poroshenko's party. His comments, and I think this was, I'll just leave it at there, his analysis of what this Ministry of Information does is that it doesn't do any work at all. I went on their website yesterday. They have something called an information army to fight Russian propaganda through social media. I don't know how successful that is. So in the words of my colleague Sergei Leshenko, this ministry was sort of a flop and is certainly no threat for Ukrainian democracy. Thank you very much. Having visited Hromadske TV in Kiev, I was stunned at how small the office was. The office is not, maybe a third of this room. And the success of the TV station is neither money nor huge staff. It's quality. It's quality, quality, quality. That's why they are taken serious. Now, Gemma, do I pronounce it the right way? Curious thing is, while Germany has always been suspect of sort of being very vulnerable to propaganda, the funny thing is that the Russian media themselves have a very limited range within Germany. Nevertheless, Russian myths, Russian lines of argumentation pop up in various political debates and discussions. So especially for our international audience, can you lift the fog and give us a short overview of what the incursion of Russia's myth into the German landscape? I will try to, but allow me a few words. At first, I would like to ask about the rules of this conference. Perhaps, Walter Kaufmann, you could say a word. Is it Chatham House rules? Yes, so I, as a journalist, I have to ask this. The other thing is that I'm here as a journalist and will speak about this. Huh? Sorry, it's... Parts of it will be then published in the internet. So please, if you have very sensible information, you shouldn't share it. No, I don't have, but perhaps somebody else has. So
Secondly, allow me, I will speak later as a journalist, but being also a representative of Reporters Without Borders, I would like to say a few words to what my colleague James has said before about Edward Snowden, because we are, as Reporters Without Borders, one of the organizations in Germany which is very close connected to the net community here in Berlin, and actually also to quite a few US internet dissidents, and I have to take this word up, who are actually hiding here before the US government. So I don't think this is part of a disinformation campaign in Russia, and also I didn't like the way Snowden was portrayed, but I think this would be a huge topic for a different panel we could have with our American friends, but I wouldn't like to leave the way James has portrayed Snowden without commenting it, because we are an organization which is actually supporting whistleblowers from all over the world, and one of them is Snowden, and we are also an organization asking for asylum of Snowden, and we find it really painful that Russia is the only country for him to hide. Thank you. So now I'm coming to the topic of my speech. If we look at the Russia media activities in Germany so far, there is a very clear picture. They have not been successful at all. I was personally very concerned when the new program RT Deutsch started in November 2014, after the experience of RT in English in the US or in Great Britain. There had been a petition in Germany of about 30,000 people in the internet since spring 2014. Demanding a start of RT in Germany. This petition was started by a person very well known in circles of extreme rightists, and it was also a moment where actually German journalists who were covering Eastern Europe started to network much more with journalists who are actually specialists in right-wing movement in Germany. But very different of the US, where Russia Today managed to hire prominent TV presenter Larry King, RT Deutsch has been less successful in Germany from the very beginning. They didn't hire any famous presenter like Thomas Roth or Eva Herrmann, and they didn't create a proper German TV channel. RT appeared only as a website called RT Deutsch, which shows once a day a 30-minute news show called The Missing Part and has a lot of text content. This video show looks more like a kind of trash TV, inviting guests like dubious conspiracy theorist Udo Ulfkotte, who has been a former journalist of FAZ, Ken Jebsen, a former journalist of radio station RBB, Jürgen Elsässer, who is a prominent figure also in conspiracy circles and has been on a lot of demonstrations of Pegida or the Monday demonstrations in Berlin. And the presenter of the show is a very young, not very qualified lady, Yasmin Kosökbet, totally unknown person before. And another presenter, Leah Frings, has already left the station, and they're hiring not very qualified, mostly young people. Only after a few days of appearance, most German media agreed in criticizing RT for its propagandistic approach and low quality. There was a lot of media coverage, and it was since then it's very difficult for them to find serious interview partners, because a lot of spokesperson, experts and journalists decided better not to appear in their program. The editor-in-chief, Ivan Radionov, promised that RT wants to start a real TV channel in Germany, but so far media authorities didn't get any official application. It is known that RT got a bureaucratic allowance to build a studio in Berlin Adlershof, but so far there are no building activities, and it's not clear for what purpose this studio could be built. Only in Thüringen, a local TV station called Salve TV has started this summer to show The Missing Part, this little video program, in its program, but that's regional, and the executive director of this station is also part of this very strange, dubious network. Therefore, the main field for RT Deutsch is the internet,
But even there, they have real problems to reach impressive numbers of users. This means that they have doubled their friends on Facebook since December from 54,000 friends to 93,000 friends, which is really not a lot. If you compare RT English, they have 2.8 million friends. Calling themselves a news site, their appearance on Twitter is even more disastrous. They have 6,400 followers in Germany. In December, there were 2,000, so you see there is a little increase. But just for comparison, for example, a small NGO like Reporters Without Borders, we have 19,000 followers, which makes it three times what they have. RT English has almost 1 million followers on Twitter. If you look on YouTube, RT Deutsch videos are not very successful as well. It's very different. It depends on the topic. Actually, Snowden about Snowden and massive surveillance, you would see like 100, how we call this in English, demands, but or accesses, yes. And but with other other topics, it's only like 300 or something like this. Very different. Therefore, the RT team tries to get more reach through other platforms in the internet. They interconnect with other websites in the field of extreme right or left, as for example, Ken FM of Ken Jebsen or Weltnetz TV and similar dubious websites. The second attempt of this media offensive in Germany is a Voice of Russia, or it's called Sputnik now in Germany. And they opened an office in January 2013 in Berlin, just opposite of their US embassy. There's nearly no audience as well, because they didn't get a radio frequency, but they are part of some regional digital radio programs in Hessen, Hamburg, and Brandenburg, but it's all on a local level with nearly no reach. Therefore, it is mostly perceived as a journalistic website, but it doesn't reach out to a lot of people, even through social media. They have 4,800 followers on Twitter, and there you see a stagnation since 6 months, and they have about 100,000 friends on Facebook. Interesting about these two Russia media in Germany is that they are not working together. You would expect that they have links, and you get from one side to the other, or they would quote each other, but they don't. They seem to be in competition with each other. When RT Deutsch was launched, you could not even read a word about it on Sputnik. And there is nearly no news on RT Deutsch as well about Sputnik. And if you speak with people who work for them, you also see that they're actually competing. A third attempt is a PR supplement called Russia Beyond the Headlines, which is published in business newspaper Handelsblatt once a month. It focuses on business reporting, namely about sanctions, but you can see at first glance that it is a PR supplement and has nothing to do with the newspaper itself. Handelsblatt has taken over this lucrative deal from Süddeutsche Zeitung in March 2014, which stopped to publish a more journalistic supplement. It was called Russland Heute, after the annexation of Crimea. As I pointed out, all these three projects were not of big success, but this doesn't mean that we don't have to worry about Russian disinformation campaign in Germany. But there are other more dangerous factors which would need more attention and a change of approach in Germany's society itself. For example, the well-known four talk shows in Germany, German's first channel ARD, which reach out to millions of viewers. They are in the hands of different private companies which make money with infotainment and not with journalism and have to compete against each other. Traditionally, their editors have no experience and no competence in foreign policy because TV talk shows used not to deal with international topics until the Ukrainian crisis. Because of the structural deficit, they showed an unprofessional, very one-sided approach in inviting their guests, and they gave a forum to more Russian-friendly participants than Ukrainian participants. As an often invited guest, RT chief editor Ivan Radionov reached out to millions of Germans through ARD, not through RT Deutsch.
These positions were orchestrated by mainly old ex-politicians and ex-journalists, as former Chancellor Helmut Schmidt, 96 years old, Egon Bahr, 93 years old, Gabriele Krone-Schmalz, 65 years old, only to name a few, which play a more prominent role in media and public debate as their outdated knowledge and one-sided positions would normally justify. Also, German publisher houses published a whole range of dubious books during the Ukrainian crisis with titles like Ukraine in the Focus of NATO or the most popular bestseller Bored Journalists. If you look at the titles of these books, it's very clear that you have a whole series of anti-Ukrainian, anti-American, and very Russia-friendly books, some of them published in right-wing publisher house Kopp Verlag, but also in prestigious houses like Beck Verlag, by trying to promote distrust towards German media, anti-Americanism, and pro-Putin positions. In this whole field, we find a close cooperation of certain German pro-Kremlin networks, former journalists, and PR companies, which needs to be fought on several levels. Investigative journalist research plays a key role in describing important players, networks, and the flow of money from Moscow. Der Spiegel has done a great work in one of his latest editions by publishing the Kazakhstan Connections, and hopefully we will get similar insight into other prominent cases concerning Russia and Ukraine. Some of prominent names, like former Chancellor Gerhard Schröder, sound already familiar. As we are invited by the Heinrich-Böll-Stiftung and the American Council, I would like to mention another point in the end of my short presentation. A lot of arguments in the Kremlin propaganda are welcomed by parts of German political elite and business people, because they fall on a ground of widespread anti-American positions in our society. Therefore, I do not understand why transatlantic organizations like the Atlantikbrücke or the American Council, the German political foundations, or even the US Embassy have missed the chance to be more active in explaining US positions to these circles and a broader German public. My impression is that the main priority was to maintain existing networks of people who are close to the US anyway. In my point of view, it would be even more important to explain US positions and US foreign policy towards Europe to those who don't know, who are full of prejudice or outdated information. Why not approach Matthias Platzek of the Deutsch-Russisches Forum and organize a common panel with the US ambassador? Why do not discuss with German businessmen in the Ostausschuss the effect of sanctions against Moscow on European-US business? Why not discuss the NSA affair and cooperation between NSA and BND in circles of internet activists in Berlin? In my point of view, democracy is about exchanging views and positions in debate with people of other thought. Having the better argument is a big chance in any communication, and here lies our biggest advantage and strength in comparison to authoritative societies like Russia. Therefore, we should be more active and creative in using this tool. Thank you very much. Due to shortage of time, Boris, may I directly ask you for your presentation? Yes, Gustav. I'm sorry for apologize, but I have to make an important correction. For this conference, we have not agreed on the strict application of Chatham House rules. Sorry for that. Please, but I would ask everybody to bear responsibility for what you say and what you write, taking into account the sensitive character of the topics discussed here. Sorry again. Yes, first of all, I'd ask the pardon of the English-speaking people here, because I'd rather prefer to speak in my mother language, and I think, knowing my English, you would prefer it also, so it would be better for, we're better off with the translation, I think. Ich hatte im Jahr 2000 ein Treffen mit Jastrzemski, damals der Putin-Sprecher,
und er war, na, verzweifelt ist übertrieben, aber er war wirklich völlig unsicher. Er sagte sich, warum haben wir keinen Erfolg im Westen? Warum kommt unsere Position nicht durch? Und vor allem in Deutschland ist so wichtig für uns, das ist ganz entscheidend und wir kommen dort einfach mit unseren Meinungen nicht durch. Jetzt im Februar hatte ich wieder ein Treffen mit einem der ranghöchsten Leute, der zuständig ist für die Medienbearbeitung in Europa. Ich habe ihm gesagt, es ist ja unglaublich, was Sie für einen Erfolg in Europa haben. Das Problem ist nur, Sie können es ja nicht öffentlich sagen, Sie können sich auch nicht selber loben, aber ich als Profi kann es einschätzen. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen wie ein Pfannkuchen. Er war völlig glücklich und ich glaube, ich habe sogar ein Nicken entdeckt. Er war aber klug genug, nichts zu sagen. Was ist passiert zwischen diesem Treffen mit Jastrzemski, der regelrecht verzweifelt war, und diesem selbstzufriedenen heutigen Kreml-Beamten, der zeigte, wir sind höchst erfolgreich? Ich denke, da ist etwas Neues entstanden. Man hat sich zusammengetan mit westlichen PR-Agenturen, die ja auch für sehr, sehr viel Geld Russland beraten haben, und es ist hier eine Mischung geboren worden, die mir persönlich Angst macht, weil wir haben auf der einen Seite den alten KGB mit seiner Skrupellosigkeit, der aber doch eher etwas hölzern war immer mit seinen Methoden, etwas ungeschickt, etwas durchsichtig, und auf der anderen Seite haben wir heute modernste Methoden der Meinungsbeeinflussung, auch modernste psychologische Methoden, und da ist ein frankensteinisches PR-Monster entstanden, in meinen Augen, mit dem wir es heute zu tun haben. Und zwar nicht nur in Russland. Russland ist geschickter. Ich komme gerade von einer Konferenz vom Legatum-Institut in London. Da waren Kollegen aus Venezuela, aus China, aus Syrien, und die Tendenz ist überall fast die gleiche. Das ist erstaunlich. Überall ist das Vaterland jeweils in Gefahr und überall sind die bösen Amerikaner an allem schuld. Ob eine Rohrleitung bricht oder ob es Warteschlangen gibt beim Essen, Amerika ist immer schuld. Warum ist es so erfolgreich heute bei uns in Deutschland? Ich glaube, man weiß sehr genau die schwachen Stellen, bei denen man einsetzen muss. Das ist zum einen immer die Geschichte, wo man ganz erfolgreich dieses Narrativ verbreitet hat, dass als ob nur Russland Opfer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gewesen sei und die osteuropäischen Länder nicht. Das Zweite ist, dass man sehr genau damit spielt, mit unserem Selbstanspruch immer ausgeglichen zu sein. Und ein dritter Faktor ist die erfolgreiche Nutzung in meinen Augen von Einflussagenten. Aus juristischen Gründen kann ich dann jetzt nicht irgendwelche Altbundeskanzler nennen, wenn das Ganze hier veröffentlicht werden kann. Ganz großen Einfluss haben die Trolle, die Aktionen im Internet, diese enormen Leserbriefe. Ich kenne inzwischen Kollegen, die sagen, ich schreibe lieber nichts zum Thema Russland, sonst bekomme ich wieder diese 100 Briefe. Es ist inzwischen so, dass die Redaktionen in vielem sogar nachgeben. Ich weiß das von den großen öffentlich-rechtlichen Sendern, wo Kollegen, die kritisch berichten wollen, intern unter Druck sind. Eine Kollegin von der ARD, Korrespondentin Goline Atay, hat selber gesagt, sie hat von der eigenen Redaktion Druck, dass sie bestimmte Begriffe nicht verwenden soll. Ich weiß das auch von den anderen Sendern, wo teilweise von der Chefredaktion die Aufforderung kommt, macht es nicht so deutlich, macht es milder, weil sonst haben wir wieder diesen Ärger. Es gibt Kollegen, die keine Kommentare mehr schreiben dürfen, weil der Redaktion das nicht passt, weil sie sonst Ärger hat mit ihren Lesern, weil sonst diese Leserbriefaktionen kommen. Und ich habe mich wirklich gewundert, wie ernst das genommen wurde in der Sendung ZAP. Da wurde ein Redakteur zitiert von einer der größten öffentlich-rechtlichen Anstalten und er sagte, es war noch vor einem Jahr, es ist ja ganz erstaunlich, wir merken erst jetzt, wie weit wir von unseren Zuschauern weg sind. Nur dank dieser vielen Leserbriefe merken wir jetzt, wir haben uns ja mit unserer Position völlig von der Zuschauerschaft entfernt. Und ich konnte es kaum glauben, ich habe mir gesagt, von der Vernunft habt ihr euch entfernt und vom gesunden Menschenverstand, wenn ihr das nicht mehr durchschaut. Und da gibt es heute noch einen ziemlichen Kampf, der ständig stattfindet. Und ich habe den Eindruck, bei uns fehlt der Kompass in vielen. Wir nennen die Dinge nicht mehr beim Namen, wir sagen immer was genannt wird, dass der Jumbo-Abschuss zum Beispiel, dass es die einen sagen, es seien die Ukrainer gewesen, die anderen das, und mit
diesem ständigen Hang, uns immer rückzuversichern, mit diesem ständigen Hang, keine Meinung zu beziehen, keine Position zu beziehen. Wenn wir das vor 40 Jahren so gehabt hätten, dann wäre die Berliner Mauer als antifaschistischer Schutzwall in die, ständig bezeichnet worden. Man hätte dann den, den Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 als vom CIA organisierten Putschversuch immer bezeichnen müssen. Und da fehlt mir einfach die Positionierung bei uns. Da habe ich wirklich den Eindruck, dass wir dieser Relativierung, die Russland ständig betreibt, dass wir die, der auf den Leim gehen. Und es gehört dazu, dass man Position bezieht. Und heikle Themen werden dann oft völlig unterdrückt. Zum Beispiel hat, was völlig unbekannt ist hier in Deutschland, im breiten Publikum, Wladimir Putin in Beisein von Angela Merkel am 10. Mai in Moskau auf einer Pressekonferenz, wo es insgesamt 4 Fragen gab, bei einer Frage den Molotow-Ribbentrop-Pakt gerechtfertigt. Diese Information, nein, ich habe das immer wieder gegoogelt, man findet es bei Google nirgends. Es war in ausgewählten Zeitungen, vielleicht in der, im Print, es war weder in den öffentlich-rechtlichen Sendungen zu sehen, noch ist es im Internet nachlesbar. Vor 2 Wochen habe ich das letzte Mal gegoogelt und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das hätte eine wesentliche Bedeutung für die öffentliche Diskussion in Deutschland, so etwas. Dass Putin hier Hitler rechtfertigt und Stalin und das findet einfach nicht statt. Und was ist das Resultat? Eines der Resultate ist dann das Ergebnis, das wir bei einer der jüngsten Umfragen hatten, dass in Deutschland 58% sagen, sie würden bei einem Angriff auf das Baltikum nicht den Bündnisfall für gegeben sehen. Und solche Nachrichten, die werden ganz, ganz aufmerksam in Moskau gelesen. Und wir sind auch in anderen Bereichen, sind wir in meinen Augen viel zu vorsichtig. Ich kenne Shanna Nemtsova, wir sind befreundet. Sie, ihr großes Anliegen ist hier einen Brief zu veröffentlichen, der fordert, dass die russischen Propagandisten auf die Sanktionslinie kommen. Sie sagt das sehr richtig, das kann doch nicht sein, dass die von Montag bis Freitag auf Gay-Europa und auf, dieses, auf diese USA-Kolonie schimpfen und dann am Freitag nach Nizza fliegen, um dort ihr Wochenende zu verbringen. Und ich habe das inzwischen mehrfach angesprochen und die Reaktion ist immer, um Gottes Willen, das, das kann man nicht machen und das sind doch Journalisten, doch, das sind doch Kollegen, das käme falsch an, dann kommt Reporter ohne Grenzen und verteidigt die. Das sind keine Journalisten, das sind Propagandakrieger, die bei diesen Fernsehsendern arbeiten und wenn man die verteidigt, in meinen Augen, dann, dann kommt man in eine ganz brisante Position. Was noch etwas anderes ist, was wir machen würden, ich möchte darauf zukommen, ich habe es gerade vorher André erzählt unten und den russischen Kollegen, ich habe gesagt, ganz toll in Deutschland, wir haben jetzt Millionen investiert in ein neues Fernsehprogramm bei der Deutschen Welle. Eines der Ziele ist, gegen russische Propaganda etwas zu machen. Die russischen Kollegen haben gesagt, prima, wann können wir das anschauen? Da habe ich gesagt, könnt ihr gar nicht anschauen, weil es ist auf Englisch, wird es sein. Und das sind Dinge, die ich, das ist kein Unsinn, das ist so, das sind Dinge, das ist auf Englisch, ist das jetzt gelernt, 24 Stunden wird es täglich gezeigt. Was wir dringend bräuchten, wäre ein russischsprachiges Vollprogramm. Und wir haben zwar eine sehr gute Redaktion bei der Deutschen Welle, die Russisch macht, die auch über das Internet dann Fernsehprogramme macht, aber es ist kein Vollprogramm. Und mit politischer Information allein bekommen Sie diese 90%, die nicht politisch interessiert sind, nicht. Sie brauchen ein Vollprogramm, wo die gute Filme sehen, Verbraucherinformation, Satire und dergleichen. Und dann würden die Menschen bei den Nachrichten hängen bleiben. Und darum wäre das ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist, es gibt hier enormen Druck gegen kritische Journalisten. Gegen meinen Kollegen Horst Gleuser gab es erst wieder einen ganz bösen Artikel, wo er tief unter der Gürtellinie angegriffen wurde, gegen Benjamin Bitter, gegen mich, wo es dann dahin geht, dass man sagt, Leute wie ich müssen in der Jugend sexuell missbraucht worden sein. Es ging so weit, dass ich hier in Deutschland Polizeischutz schon hatte und da vermisse ich zum Beispiel auch bei Reporter ohne Grenzen, das ist auch etwas, wo man sich einsetzen müsste. Und das wurde überhaupt nicht ernst genommen, da hieß es noch, ja, das ist PR sozusagen, die man da macht, wenn man von diesen Ängsten redet. Die Kollegen haben diese Ängste. Und das ist hier so, wenn man sich kritisch mit Russland auseinandersetzt, ist man diesem Psychoterror ausgesetzt. Und das ist Terror. Und da müssen wir uns zusammentun, da müssen wir etwas dagegen machen. Das ist auch hier bitte offiziell die Bitte an Reporter ohne Grenzen. Bitte macht etwas.
Die Kollegen wollen das, schreibt einen Brief, tut etwas. Das, die zwei letzten Punkte, Austausch wäre noch ganz wichtig, zum Beispiel jetzt Austauschprogramme mit Estland, schickt aus großen Redaktionen Redakteure zum Beispiel in das Narva-Gebiet dort in Estland, in die grenznahen Regionen. Wenn irgendetwas dort passieren würde, dann hätten die eigene Informationsquellen. Dann würden die nicht mehr glauben, ITA-TAS berichtet so, Interfax richtet so, dann würden die anrufen, würden die sagen, der Chefredakteur, du, da war doch der Kollege so und so, der war doch da erst in Narva, der soll doch mal anrufen. Dann wird er seine Freunde dort anrufen und die würden sagen, du, nein, das sind keine, das sind keine Aufständischen hier, das sind keine unzufriedenen Russen, das sind grüne Männer, wo man die russischen Uniformen noch etwas erkennen kann. Das wäre etwas, was man ganz klar machen müsste. Und das allerletzte, ich glaube, wir müssen auch sehr stark an uns, auf uns selber schauen. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen unsäglichen Vorwurf mit der Lügenpresse, ein Nazi-Wort. Warum ist das so erfolgreich? Warum hören so viele Leute darauf? Weil wir wirklich Probleme haben mit unserer Presse. Weil aufgrund des wirtschaftlichen, ich höre sofort auf, aufgrund des wirtschaftlichen Druckes viele journalistische Grundsätze unter Druck geraten. Und wenn man dann Sachen erlebt, wie ich jetzt letzte Woche, als ich ein Interview führte mit einer Journalistin und die mich dann fragte, wie hieß jetzt dieser Politiker, der da umgebracht wurde, und dann noch die Frage kommt, ja, ist jetzt die ganze Ukraine, ist das jetzt alles wieder russisch oder nicht, dann denke ich, haben wir auch sehr viel Arbeitsbedarf im eigenen Haus. Danke, Boris. Nachdem wir nur mehr 20 Minuten Zeit haben, dieses Publikum dran zu nehmen, muss ich die Reporter ohne Grenzen versus Boris Reitschuster Diskussion auf die Pause. Auf die Pause verschieben, denn das wäre unfair dem Auditorium gegenüber. Ich würde gerne nur ein paar Fakten einfach zur Deutschen Welle sagen dürfen. Ja. 10 Sekunden. Naja, 10 Sekunden. Also nur einfach, weil der Herr Ingo Manteuffel ja leider heute nicht da ist, der das russische Programm repräsentiert. Es ist so, dass das englische Programm im Fernsehen ausgebaut worden ist. Es kein Fernsehprogramm auf Russisch gibt, aber sehr wohl natürlich das russische Programm, was im Internet stattfindet, massiv ausgebaut wurde, mit Förderung sozusagen der Bundesregierung. Und man jetzt 24 Stunden Internet hat, was man vorher nicht hatte. Und ein Vollprogramm im Fernsehen würde 30 Millionen Euro kosten, wie Ingo Manteuffel sagt, wäre absolut verschenktes Geld. Das kann ich jetzt nur an seiner Stelle zitieren. Weil es eben sehr kompliziert ist, für diese Öffentlichkeiten an angemessene Medien zu schaffen. Und ich empfehle allen nur, es kommt in den nächsten Tagen eine 600-Seiten-Studie dazu heraus vom European Endowment, der nämlich von der EU-Kommission damit befasst wurde. Es gibt schon ein kurzes Papier, was schon andeutet, sozusagen, wie kompliziert das ist, dass selbst in den baltischen Staaten die Bedürfnisse höchst unterschiedlich sind. Und es ist ja sehr wohl so, dass lauter Gruppen da dran sind, sozusagen sich auszudenken, wie man damit umgeht. Aber ich kann nur sagen, da waren 90 Experten befasst und haben irgendwie 600 Seiten verfasst. Wen das im Detail interessiert, sollte das lesen. Also Alfred Koch sagt, es wäre auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Und sorry, jetzt muss ich intervenieren. Jetzt muss ich intervenieren. Es gibt leider ein Publikum. Ja, also leider Gott sei Dank gibt es ein Publikum. Und die wollen auch drankommen und auch mit diskutieren. Und die Deutsche Welle ist interessant. Ich gebe nur zu bedenken, wenn man die Fernseh diskutiert, viele des Publikums im Fernsehen bzw. auch im Radio können wir heute nicht mehr so wie zu guten alten kalten Kriegszeichen erreichen, weil durch die Digitalisierung von Fernsehempfangen und durch die Verkabelung und Versatellitung von Fernsehempfangen die Medienbehörden einen viel größeren Finger darüber haben, was man sehen darf und was man nicht sehen darf. Und die beste journalistische Arbeit ist fruchtlos, wenn durch Internetzensur, durch Fernsehzensur, durch Abschalten von Kabelkanäle die Bevölkerung nicht erreicht wird. Das ist ein Riesenproblem in der Reichweite haben. So, jetzt für die hinteren Reihen, damit wir das auch auf Mikrofon und auch in die Übersetzung kriegen, bitte ich bei einer Frage, sich nicht nur durch Handheben zu melden, sondern dann auch an ein Mikrofon nach vorne zu kommen. John Emerson. Yeah, thank you very much. Unfortunately, first of all, I found this discussion very fruitful and helpful and provocative. Unfortunately, I am going to have to depart to address another disinformation campaign, which is the campaign against TTIP.
But I just wanted to say a couple of things, since virtually every, at least three out of the four presentations had dealt with the whole dynamic of anti-Americanism that we see here. And first of all, I couldn't agree more with your suggestion that the best way to deal with this is to go right at the people. And that's basically what I've been doing for 2 years. I've probably had more than 100 sessions with people directly addressing this whole issue of anti-Americanism. And candidly, if it doesn't come up in my travels around Germany, I raise it myself. And in particular, try to raise the contrast, because so much of it ties to this question of shared values, between the values that are reflected by the way Russia is behaving today and the values, in fact, that undergird both of our societies. But I'm going to ask Tom Miller, who's here, to connect with you. And if there are other groups and organizations that I should be meeting with, I love doing that, and I would do it in a heartbeat. And I also just want to say, with regard to James, it was very refreshing to hear a point of view on the Snowden situation that gets completely shut down and shut out in the conversation here in Germany. And I think, folks, there's a perspective, in the interest of thinking about different sides of an issue that ought to be taken into account. And I try to address that, but I have no credibility on it. I'm the U.S. government. So in any event, I appreciate your raising it. I am not happy to have to walk out of this, because this literally looks like it's going to be one of the best conferences that I've had an opportunity to participate in. So I just want to thank you and wish everybody the best. And I look forward to getting a full report on it. Take care. Thanks a lot. Mr. Marshall. Christoph von Marshall. Ich wollte noch mal ganz kurz zu meinem Kollegen James Kirchick, korrekt? Yes. Stellung nehmen. Also ich habe mich auch gewundert über die Snowden-Darstellung, wie Sie das tun. Also ich kann keine Anzeichen sehen, dass Snowden bereits von Anfang an ein russischer Spion war und das sozusagen die ganze Sache als russischen Agent begleitet hat. Der wollte doch überhaupt nicht nach Moskau. Der ist dort stecken geblieben, weil er halt nicht rechtzeitig dorthin kam, wo er hinkommen wollte. Nicht? Also Hongkong hatte halt ein Auslieferungsabkommen und nach Südamerika ist er nicht gekommen. Und nun kann man sicher dazu unterschiedlicher Meinung sein, wie groß der Schaden im Vergleich zum Nutzen ist. Aber jedenfalls, dass Snowden in seiner Wolle ein KGB oder heute FSB-Agent sei, da kann ich keine Belege zu sehen. Und nur zu dem Urteil, das Sie skizziert haben. Nein, das Gericht hat nicht erklärt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass das Kanzlerin-Handy abgehört worden ist, sondern das Gericht hat erklärt, dass sie nicht ausreichende Beweise haben, um gegen eine konkrete Person Anklage zu erheben. Das ist etwas völlig anderes. Wenn ein deutsches Gericht oder eine Staatsanwaltschaft zu der Entscheidung käme, es ist offensichtlich, dass es keine Beweise gibt, dann würde es das sagen, hat es aber nicht gesagt. Deswegen bleibt schon der Eindruck im Raum stehen, dass Handy, nicht der Kanzlerin, sondern der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, ist überwacht worden, und das sollten wir auch nicht leugnen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich glaube nicht, dass die USA Russland brauchen, um schlechte Presse in Deutschland zu haben. Das schaffen sie leider auch alleine. Und der Botschafter hat oft genug selber öffentlich gesagt, dass auch seiner Meinung nach die Art der Überwachung von Partnern eine bodenlose Dummheit ist. Einfach eine Dummheit und außenpolitischen Schaden für die USA heraufbeschworen hat. Dass dieser Schaden ist schon allein bei den USA zu verorten. Und dass Russland das ausnutzt, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Gemma, ich fand den einen Teil überzeugend, dass wir uns nicht sozusagen die russische Propaganda, jedenfalls was das russische Fernsehen und den Versuch, hier Stationen aufzubauen, dass wir das nicht größer darstellen sollen im Erfolg, als es ist. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, dass das, was nachher bei Boris kam, das Gefährlichste sind die Leserforen. Das kam bei dir überhaupt nicht vor. Also da habe ich mich ein bisschen gewundert. Das ist nun wirklich das, wo wir Effekte sehen. Und USA-Positionen besser darstellen, das ist eben ein bisschen schwierig in deutschen Medien. Wir haben da schon Defizite in den deutschen Redaktionen nach dem Motto, unabhängige Leute, die was Kritisches sagen, die kommen rein und die offiziellen Positionen werden demgegenüber nicht vertreten. Das ist sowieso
beim NSA-Skandal oft so gewesen und das ist auch bei TTIP so. Aber die letzte, was mich dann wieder tröstet, als Realist oder wie auch immer erfahrungsgestählter Optimist, die Leute sind nicht blöd. Wenn man sich Meinungsumfragen anschaut zu Russland zu Beginn der Ukraine-Krise und des Kriegs 2014 und wenn man sich das heute anschaut, dann hat sich das dramatisch verändert. Am Anfang hatten wir sehr viel Verständnis für die russische Position, dass sie doch nur irgendwie reagieren und müssen doch Verständnis haben und ihre alten Positionen und die Geopolitik. Ich meine, heute sagen in unterschiedlichen Umfragen bis zu 80%, dass sie kein Vertrauen mehr zu Russland haben. Über 50%, dass sie sich von Russland bedroht fühlen. Also haben wir doch etwas Vertrauen. Die Leute brauchen Zeit, um Dinge zu verstehen. Und da hat Russland auch sehr geholfen. Also Putins ständiges Changieren, nein, es wird überhaupt nicht beteiligt. Ja, es war eine vom KGE geplante Operation. Das hat natürlich alles geholfen, auch Russlands Stellung zu diskreditieren. Und um nicht zu lang zu sein, mache ich immer Schluss. Danke. Ich nehme jetzt die, die sich gemeldet haben, dran und dann kommen alle Panelisten noch mal kurz die Gelegenheit zu antworten. Herr Beichelt, Sie waren der Nächste. Ja, vielen Dank. Ich werde es auf Deutsch machen, weil ich glaube, die meisten verstehen Deutsch. Ich stimme mit der Aussage überein, dass es einen Propagandakrieg seitens Russlands gibt gegenüber der westlichen Öffentlichkeit. Ich stelle aber doch sehr stark in Frage, dass das Mittel, um diese Botschaft rüberzubekommen, jetzt Counterpropaganda, Gegenpropaganda sein sollte. Und ich finde, eigentlich bei allen fünf Personen, die hier auf dem Panel sind, ist sozusagen habe ich das Gefühl, sozusagen die deutsche Öffentlichkeit muss darüber aufgeklärt werden, dass sie nicht in der Lage ist, diese Diskussion sozusagen rational zu führen, sondern uns muss gesagt werden, dass eben es tatsächlich einen Propagandakrieg darstellt. Und ich bin nicht sicher, das ist einfach ein Eindruck, den ich teilen möchte, dass Leserbriefkommentare, Blogs und Berichte von Freelancern die Debatte, die in Deutschland dazu stattfindet, wirklich sozusagen adäquat die richtige ist. Es findet doch sehr viel Diskussion und sehr viel Debatte, gerade in Talkshows, gerade in Qualitätszeitungen statt. Und ich weiß nicht ganz, ob eigentlich das, was ich hier gehört habe von fünf Personen, sagen, das mit dem übereinstimmt, was ich dazu sehe. Ich sehe eine Debatte, die ist offen und habe den Eindruck, sozusagen zum Ziel gemacht werden von einer Gegenpropaganda, die aus meiner Sicht gar nicht nötig ist, schon gar nicht in diesem Raum, wo doch sehr viele Personen in der Lage sind, nuancierte Urteile zu treffen und auch die Tatsache, dass es sich eben um einen Propagandakrieg handelt, seitens des Kremls einordnen zu können. Danke. Darf ich dazu kurz sagen, es war nicht das Ziel, jetzt sozusagen die Counterpropaganda zu lancieren. Ich bin ja selber Arbeitsmigrant hier in Deutschland und in meiner alten Heimat in Österreich ist eine ganz andere Diskussion am Werken. Also dagegen schätze ich die deutsche Diskussion sehr stark. Der Eindruck, den man in Deutschland gewinnt, hängt auch immer sehr stark darauf ab, was man liest. Wenn man sich auf die FAZ und die Süddeutsche beschränkt, dann ist die Diskussion komplett rational und sehr objektiv und sehr offen. Wenn man dann in Podiumsdiskussionen raus in die Welt geht, sozusagen verfranst sich dieses Bild. Und ich schätze, dass gerade unter uns fünf dann die persönlichen Eindrücke aus dem Arbeitsumfeld ja auch ein subjektiver Touch sind, der verschieden sein kann. Jetzt habe ich noch Herrn Lipski. Коллега все сказал. Я просто хотел задать вопрос, может быть, потом мы это обсудим. Как вообще пройти между Сциллой и Харибдой? Как добиться нормальной работы? Я нажал. Просто он не реагирует на русский язык, этот микрофон. Резкий переход. Это тяжело очень. Погода меняется. Микрофон. Как пройти между Сциллой и Харибдой? Между не впаданием в грех контрпропаганды и психологической войны, и в то же время, сохранив ценности свободы слова, противостоять
всему этому кошмару информационному. Боюсь, что вопрос надо снять, потому что это как бы тема, видимо, отдельной конференции. Я только хотел высказать благодарность господину Гербсту, который начинал. Я потом не буду об этом говорить. Вы знаете, он намного лучше знает мотивы поведения Путина, чем мы в «Новой газете». То есть нам не удалось еще дойти до такой глубины анализа. Вот, и я хочу даже предложить господину Хербсту, может быть, стать колумнистом в нашей газете. Vielen Dank. Wir kommen zur Diskussion der russischen Außenpolitik und der Motive des Kremls am Nachmittag noch in einem ganz, ganz eigenen Panel dazu. Und es wird eine spannende Diskussion. Jetzt habe ich noch Herrn Witkowski und Frau Marie-Louise Beck. Und ganz am Schluss, last but not least, Viola. Herr Witkowski, Sie waren zumindest in meiner Allzeit-Liste. Vielen Dank. Was ich noch mal gut fand in den Einleitungen, geht nicht? Jetzt? Hört man mich? Okay. Ich war James Kirchick ganz dankbar. Ich teile überhaupt nicht seine Stoßrichtung seines Beitrags, weil ich glaube, es ist gar nicht relevant, ob wir der Meinung sind, ob Snowden ein Held ist oder ein Verbrecher. Was eigentlich für diese Diskussion relevant ist, ist, dass im Gegensatz zu den Einleitungen, die sehr stark auf die Desinformierenden, also diese 4Ds, abgezielt haben, dass James hier das fünfte D eingeführt hat, und das ist Disclosure. Und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass ein Teil der Propaganda natürlich auch sozusagen die Veröffentlichung von wahren Informationen ist, die wir zu bestimmten Zeitpunkten nicht wissen sollen. Und dass eben halt auch ein Teil der Wahrheit, die sozusagen gezielt, gestückelt veröffentlicht wird, hier auch die öffentliche Meinung beeinflusst. Und dass insofern das auch nochmal ein Aspekt ist, den wir im Auge behalten müssen. Das ist der Punkt, glaube ich, wo wir auch tatsächlich die selbstkritische Diskussion führen müssen, weil ich denke schon, in den letzten Jahren in der westlichen Welt es einige politische Phänomene gab, die von dem vom Botschafter Emerson hier dargestellten Idealtyp abweichen, und dass das natürlich dazu beiträgt, auch, es ist eben nicht nur Desinformation, sondern es sind auch tatsächliche reale Phänomene, die dazu beitragen, dass wir mit unserer eigenen westlichen Politik unglaubwürdiger werden, dass Misstrauen geschürt werden kann und so weiter, und dass das zumindest eine Sache ist, an der wir auch arbeiten müssen. Und ich hätte gerne zum Schluss, die letzten beiden Sprecher und Sprecherinnen haben das schon gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn zum Schluss des Panels vielleicht doch nochmal alle versuchen, ganz kurz zu sagen, was aus ihrer Sicht die entscheidenden Elemente sind, um mit dieser vielfältigen, facettenreichen Desinformationspropaganda und Informationspropaganda umzugehen. Schönen Dank. Danke sehr, Marie-Louise. Wir haben in der politischen Auseinandersetzung im parlamentarischen Raum und dann in der entsprechenden Öffentlichkeit sehr lange erfahren müssen, dass es eine unglaubliche Zeitverzögerung gab, bis bei uns überhaupt die Tatsache der Intervention aus russischen Propaganda-Institutionen stattgefunden haben. Bis der Name Troll ein gängiger und bekannter Begriff geworden ist und damit zum Beispiel meine Mitarbeiter nicht jeden Morgen erschrocken waren,
dass ich schon wieder mit meinem Facebook-Eintrag 300 empörte Kommentare bekommen hatte von offenbar 300 empörten Menschen in dieser Republik. Das hat unglaublich lange gedauert. Das ist das Erste. Das Zweite, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den öffentlich-rechtlichen, insbesondere im Fernsehen, und unseren Printmedien. Die Printmedien haben sich sehr, sehr wacker geschlagen auf hohem Niveau der historischen und politischen Kenntnisse und offenbar auch mit einer großen Entschiedenheit der Redaktionen standzuhalten, obwohl die Leserbrieffluten und die Kündigungen von Abonnements kamen. Sehr viel schwieriger ist das offensichtlich in den öffentlich-rechtlichen, insbesondere ARD und ZDF. Ich hoffe, ich darf 2 Minuten das noch ausführen. Ja, auch wenn, wirklich aufmerksam und offen ist das geworden, als in einer Fernsehdiskussion angesichts einer Preisverleihung an Gulini Atay eine überaus sorgfältige und kompetente russisch sprechende Journalistin, die viel aus der Ukraine berichtet hat. Der Vorsitzende des Programmbeirats des ersten deutschen Fernsehens, und wir zahlen immerhin über 8 Milliarden Beiträge aus den Haushalten an diese beiden Fernsehstationen, 8 Milliarden, der sagte, sie hätten in ihrem Beirat einmütig den Beschluss gefasst, dass die Berichterstattung ihres ersten Fernsehens zu Russland kritisch sei. Ich habe erst da angefangen, mich mit diesem Programmbeirat auseinanderzusetzen. Ich habe auch kaum jemanden getroffen, der die Zusammensetzung dieses Programmbeirats kannte. Ich dachte, das sind 40 bis 60 kompetente Medienwissenschaftler. Weit gefehlt. Es ist ein Laiengremium, 13 Menschen, ein Altenpfleger, eine Erzieherin, ein Beirat eines AWO-Heims und ein Parlamentarier da drin von der Partei Die Linken. Und dann weiß man, wenn man grüne Basisdemokratie gelernt hat, wie so etwas funktioniert. Man geht in so ein Gremium mit einem politischen Kopf, hat 12 Laien um sich herum. Man macht den Vorschlag, sollen wir nicht mal eine objektive, neutrale Expertise einholen. Man hat auch schon eine Idee zu demjenigen, der die Expertise machen könnte. Man holt sich einen Beschluss und dann kommt in der Expertise Folgendes heraus. 4 Belege für zu Russland kritische einseitige Berichterstattung. Punkt Nummer 1. Es gibt keine Belege für russische Soldaten auf der Krim. Punkt Nummer 2, die Krim gehörte doch nie wirklich zur Ukraine. Punkt Nummer 3, die Vorkommnisse im Gewerkschaftshaus in Odessa, das konnte man schon am Abend wissen, gingen auf das Konto ukrainischer Nationalisten. Punkt Nummer 4 habe ich vergessen. So, und in dieses ganze Set, und es gab keinen Aufschrei der Empörung über eine so Unglaublichkeit aus einem öffentlich-rechtlichen, wenn das ein Privatfernsehen wäre. Ich habe versucht, das im Deutschen Bundestag bei meinen Kollegen zu Empörung, sie zusammenzuholen. No way. Und in dieses Setting gehört, das will ich, sage ich noch kurz, etwas, wo mir rätselhaft ist, dass wir nicht in der Lage sind, zwischen Politik und investigativen Journalismus aufzuklären, wer eigentlich diese sonderbare Maren Müller ständige Publikumskonferenz ist, die offenbar mit ihrem Feuerwerk von Interventionen die beiden Öffentlich-Rechtlichen so bombardiert, dass die diese Schere im Kopf eintritt, nämlich die Berichterstattung zurückgenommen wird oder Korrespondentenberichte so lange im WDR oder in Köln schmoren auf doppelt und dreifache Prüfung, bis sie so alt sind, dass man sie nicht mehr senden kann.
Das alles weiß ich aus den ZDF-Verwaltungsräten und ARD-Verwaltungsräten. Also es sind keine Hirngespinste. Und die sind nicht in der Lage, und wir waren bisher nicht in der Lage, aufzuklären, ob Maren Müller, eine überaus agile Bürgerin ist, die offenbar Tag und Nacht nicht schläft, oder was für ein Netzwerk dahinter steht. Und diese Naivität finde ich atemberaubend, wie gesagt, in zwei öffentlich-rechtlichen Stationen, die 8 Milliarden Mittel der Bürgerinnen und Bürger verwalten. Vielen Dank. Ich könnte ja da stundenlang lauschen. Viola, dein letzter Kommentar, bevor wir das Publikum, das Panel ein Wrap-up machen. Genau. Also ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, die Andreas Witkowski auch gestellt hat und die vielleicht nochmal etwas präzisieren, weil Gemma Pörzgen da sehr kritisch war, Boris Reitschuster in eine andere Richtung geht. Also ganz konkret, was können wir in Europa machen, ja, um zum einen die russischsprachige Bevölkerung, aber auch hier in Europa, in Westeuropa, in Deutschland haben wir 6 Millionen, das darf man nicht unterschätzen, irgendwie mitzunehmen und eben keine Counterpropaganda. Das ist genau das Falsche, also kein Fox auf Russisch. Ja? Also sowas will ich nicht, ganz im Gegenteil. So, deswegen würde mich auch interessieren, was in der Studie der Europäischen Kommission drin steht. Sondern das, was Peter Pomerantsev immer sagt, das, was liegen gelassen wird von den russischen Medien. Und das ist viel. Was sehen wir im Moment in den russischen Staatsmedien? Ukraine, Faschisten, Amerikaner, Ukraine, Faschisten, Amerikaner. Und jeder halbwegs aufgeklärte Kopf, glaube ich, hat irgendwann mal die Nase voll. Das heißt, da gibt es in der Tat Missing Parts. Da gibt es in der Tat ganz viele Themen, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Ausbildung und so weiter, die, über die man ganz neutral berichten könnte. Waldbrände in Sibirien. Ja? Vieles, was die Leute tatsächlich interessiert, was sie gar nicht mehr mitbekommen. Und darüber sozusagen ein Grundmaß an Informationen wiederherzustellen, würde ich schon in unserem öffentlichen Interesse in Europa und auch in Deutschland sehen. Daher verstehe ich nicht, ich weiß nicht, was in den 600 Seiten drinsteht, wie 90 Leute am Ende zu einer Conclusion kommen, die nach Einschätzung aller Experten, die ich bisher gesprochen habe, egal wo sie sitzen, ob im Baltikum, ob Pomerantsev, ob in Kiew, ob in Georgien, wo auch immer, Moldawien, dass man dazu kommt und sagt, nee, wir brauchen sowas nicht. Ich finde das interessant. Also da, den Ansatzpunkt habe ich so noch nicht nachvollziehen können. Dann zu dem Problem, was Marie-Louise Beck angesprochen hat, dass wir hier einige wirklich sehr, sehr dunkle Stellen im deutschen Medienmarkt haben. Das sehe ich ganz genauso. Einiges ist vermutlich tatsächlich wirklich ideologisch begründet und die Gründe wurden ja auch teilweise genannt. Und einiges ist tatsächlich aufgrund von Unwissenheit, aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, auch von Ahnungslosigkeit. Und da würde ich sehr das aufgreifen wollen, was Boris Reitschuster angesprochen hat. Wir müssen hier von ganz oben im Bereich politische Bildungsarbeit in die Redaktionen reingehen. Wir brauchen Hintergrundgespräche, Briefings, wir brauchen Reisen, wir brauchen die Kontakte. Die Leute müssen in der Lage sein, über das DPA-Büro in Moskau hinaus an ihre Informationen zu kommen. Wenn Ulf Mauler was schreibt, haben wir ein Problem, weil das wird übernommen von der ganzen kleinen, von den Tageszeitungen. Und dann ist es drin, genauso wie es geschrieben ist. Und das ist leider nicht das, was sozusagen aus unserer Sicht, das, was Boris sagte, ja, auch eine echte Positionierung mit einem echten Kompass beinhaltet. So, und da müssen wir hinkommen. Und wie wir dazu ein Konzept verfassen, da würde ich mir natürlich auch eine Rolle von Reporter ohne Grenzen oder von irgendeinem, ich weiß es noch nicht, einem Gremium wünschen, das auch mal Kriterien aufstellt, dass eben unten in den Talkshows nicht immer steht, Ivan Radionov, Journalist, er ist kein Journalist. Auch die anderen Herrschaften, die auf der Seite des Kremls unterwegs sind, sind keine Journalisten im herkömmlichen Sinne. Und diese Qualitätskriterien, die müssen wir anlegen und da müssen wir eisern sein und da müssen gewisse journalistische auch Kreise auch sagen, okay, wenn der da sitzt, dann muss man das eben anders deklarieren, aber mit Qualitätsjournalismus hat das nichts zu tun. Vielen Dank. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich gebe jetzt in der umgekehrten Reihenfolge dem Panel eine kurze, jeweils 2-minütige Chance, auf das zu reagieren, was an Fragen gekommen ist. Without further ado, Boris. Ja, ich möchte es ganz kurz machen. Marie-Louise Beck hat eigentlich schon geantwortet auf Ihre Frage, darum brauche ich eigentlich nicht mehr darauf eingehen. Und ich denke, niemand fordert Gegenpropaganda, ganz im Gegenteil. Wir müssten dadurch glaubwürdig werden, dass wir
wenn es ein russisches Medium gäbe für die 4 bis 6 Millionen geschätzten Russen in Deutschland, müsste das im Gegenteil dadurch glaubwürdig werden, dass man auch die eigene Regierung kritisiert, dass man zum Beispiel auch Satire macht, auch über die Bundesregierung, um diese Macht zu desakralisieren, was ja in Russland ein Problem ist. Und ich glaube, wir müssen eben genau das Gegenteil tun. Ihre Frage noch an Andreas Witkowski, worauf müssen wir uns besinnen? Ich glaube, ganz, ganz wichtig und da immer auch der Akzent von meiner Seite, dass wir uns selber wieder auf unsere Werte besinnen, zum Beispiel im Punkto Presse, wo ich ja schon gesagt habe, wo es Entwicklungen gibt und auch in anderen Bereichen. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, dass wir uns da an die eigene Nase packen und nicht nur nach Russland schauen. Und nur dann kann es wirklich glaubwürdig sein. Und jetzt mache ich dann Schluss, weil sonst nehme ich noch mehr Zeit von der Kaffeepause weg. Ja, das sind jetzt so eine Reihe von Punkten. Erstmal zu Christoph Marschall vielleicht. Die Trolle habe ich ehrlich gesagt weggelassen, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte. Also, und dann muss man ja Prioritäten setzen. Und ehrlich gesagt geht es mir auch so, ich war lange Nahostkorrespondentin, da hatte ich auch mit sehr viel Anfeindungen zu tun. Das ist nicht viel anders als bei den russisch-ukrainischen Themen. Das war halt vor 10 Jahren, da gab es das Internet noch nicht. Und da war das, hat das sich so anders ausgedrückt. Aber ich weiß von den Kollegen, die da arbeiten, dass die natürlich Vergleichbares erleben. Das haben wir hier vielleicht nur nicht so im Blick. Und wenn man dieses Thema aufmacht, da könnte man ein ganz eigenes Panel zu machen, weil es natürlich gerade in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eben keine adäquate Antwort darauf gibt. Die machen das sehr unprofessionell. Wenn man weiß, dass in der BBC eine Redaktion mit irgendwie 20 Leuten damit befasst ist, solche Leserkommentare zu beantworten und man in den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland glaubt, die Kollegen müssten das selber machen, dann zeigt das diese Diskrepanz. Und insofern gebe ich Frau Beck auch völlig recht. Das sind Dinosaurier, diese Öffentlich-Rechtlichen. Das ist für uns Journalisten, die zum Teil ja gerade da als Freie arbeiten, nicht überraschend. Ich bin erstaunt irgendwie darüber, wie hierarchisch, unflexibel, politisch oder politisiert das auch ist, das hat oft mit Journalismus nicht viel zu tun, diese Strukturen meine ich. Ne? Inhaltlich kommt ja Gott sei Dank dann doch immer noch was dabei raus. Also dann ein anderer Punkt, den Boris Reitschuster angesprochen hat. Wir kommen als Reporter ohne Grenzen bei der Beurteilung dessen, was, oder auch Viola von Kramon, bei der Beurteilung dessen, was Journalisten sind, zu einem anderen Urteil. Wir setzen uns tatsächlich auch für Leute von RT ein, weil wir eben nicht unterscheiden nach Inhalten. Wenn wir das einmal anfangen, dann fallen ganz oder würden viele Leute rausfallen, auch in der Vergangenheit, mit deren Inhalten wir uns nicht identifizieren können. Das heißt, es gab zum Beispiel jetzt auch den Fall einer deutschen Kollegin, die aus der Ukraine stammt, die ein Einreiseverbot hatte in die Ukraine, die für RT arbeitet. Und wir haben uns da genauso wie bei anderen Kollegen in der Botschaft, der ukrainischen Botschaft, erkundigt, woran das liegt. Ja? Insofern haben wir da einfach eine andere Haltung, was nicht bedeutet, dass wir diesen Sendern auch kritisch sehen, dass wir zum Beispiel keine Interviews denen geben, weil wir nicht wissen, was mit diesen Inhalten passiert. Aber es ist einfach ein bisschen komplizierter an der Stelle und da gibt es eine andere Sicht. Um nochmal abschließend zu sagen, ich persönlich glaube, dass in dieser ganzen Debatte das Einzige, was hilft, ist natürlich die Stärkung des Journalismus. Da hätte man auch noch ewig zu sagen können, was man dafür in Deutschland tun kann. Was den Ukraine-Konflikt angeht, schockiert mich bis heute, dass sozusagen ja wenig sich geändert hat, was die Präsenz von Kollegen vor Ort angeht. Es waren bei Ausbruch der Krise waren 3 freie Kollegen vor Ort. Selbst dpa hat nur einen freien Kollegen bis heute, der mit einer Halbtagsstelle da beschäftigt ist, der kein ausgebildeter Journalist ist. Und ich finde, das geht einfach nicht. Und die Deutsche Welle hat jetzt einen festen Korrespondenten installiert. Ich höre, dass es Überlegungen gibt, in der ARD-Hörfunk vielleicht ein Kiew-Büro aufzumachen. Das heißt, meiner Ansicht nach ist das natürlich immanent wichtig. Es gibt tolle Kollegen wie Alice Botha oder Kim, die regelmäßig fahren und von dort berichten. Aber wir brauchen auch Kollegen, die präsent sind und die auch aus der Innenpolitik der Ukraine berichten und auch eine Kontinuität der Berichterstattung haben, die eben nicht nur ein- und ausreisen, sondern wirklich über lange Zeit vor Ort sind. Kim? Ja, also die Frage, was zu tun ist, beschäftigt mich natürlich auch. Ich kann mich erinnern, ungefähr vor einem Jahr hatte ich ein Treffen mit ein paar US-Diplomaten. Wir haben genau dieses Thema angesprochen und ich hatte keine breite Antworten. Also ich sehe mich trotzdem als Journalist, also und ich befürworte auch nicht irgendwie eine staatliche Intervention. Das Grundproblem, und das haben wir
hat Boris schon gesagt, also die Sachen beim richtigen Namen zu nennen. Hier heißt die Konferenz auch russische Disinformation. Es geht nicht um Information, es geht nicht um russischen Journalismus, hier geht es wirklich um Propaganda. Und das ist eine Propaganda, die als Waffe benutzt wird. Und ich sehe mich als Journalist, also ich kämpfe nicht, ich kämpfe keine Kriege. Darum werden wir auch sagen, wie Gemma jetzt, was können wir machen, was sollten wir tun? Ich bin da ein bisschen ratlos und ich bin neugierig, was für Impulse wir noch heute zu diesem Thema bekommen. Thank you. Regarding Edward Snowden, it's very complicated. I'm not going to get into when or if he was turned. I would recommend a short e-book by Ed Lucas of The Economist called The Snowden Operation or Snowden File. You can read it for yourself. Regardless, what's more important is that since he has been in Moscow, that is why I categorize him as an effective propagandist or asset of the Russians. If he had wanted to, as I said before, he could have made his disclosures and stayed in the United States and faced our justice system. He's chosen not to. He's chosen to stay in Russia. He's gone on talk show programs with Vladimir Putin, and the two of them have, he's praised Putin on Russian television. So he's gone beyond the point of being a whistleblower. He's a defector. If I misspoke and said that there was no evidence, I'm sorry, there was insufficient evidence. Regardless, as far as the justice system goes, the fact that there's insufficient evidence to show that the United States was listening to her, to the chancellor's personal cell phone, I think is quite a different story than what was released originally, which, as the media put it, was quite definitive. And even if it is true, I would just remind the people in this room that Helmut Kohl tells a story about wanting to have private conversations with François Mitterrand and having to go out into the country, into his country house, and find a payphone and bring a bunch of Deutschmarks. And that was the only way that he could be assured that his conversations would truly be private. This is not new. Countries spy on one another. I think there's a lot to be learned from the French reaction to this, which will probably be indignant for a day or so, and then it will die down. I think France is much more realistic about this sort of thing. And I think that there's much, much to be learned from how the French will respond to this. Thank you. Thank you very much. We could discuss each topic probably for days. I have to be short for the sake of the coffee break. The second panel will be at 11:40. The coffee is downstairs. Just as a last word, I was strictly forbidden to talk about foreign policy on this panel. Nevertheless, communication is an essential tool of policy. And in Germany, we have the bizarre situation that about 65% of the population thinks Putin is a threat. 58% of the population would, on the other hand, refrain from defending a NATO ally. More than 50%, depending on the poll, 52% to about 65%, clearly see that Russia is to blame for the war in Ukraine. But only 19% would give arms to the Ukrainian government. So we have a huge gap in assessing the situation, where I think the German public is very sober and has learned a lot. But the next question is, what do we do about it? And if we can't answer the question, what do we do about it, acknowledging the situation is a worthless effort. Thanks.